du merkst, gibt es jetzt eine Kanzlerin namens Merkel. Daraus schließen wir, ich habe die Wahl nicht gewonnen. Was unter anderem daran und auch nur daran lag, dass wir nur in Hamburg und Berlin angetreten sind. Wären wir in der gesamten Fläche dieser Republik angetreten, wäre ich selbstverständlich zum Kanzler gewählt worden. Mittlerweile gibt es diese ganze Pogo-Anarchie nicht mehr und deswegen musste ich mich politisch umorientieren und ich versuche jetzt als Kandidat der Partei Die Linke Wattenscheid zu regieren. Nee, die anderen mögen mich alle nicht. Also es gibt ja zum Beispiel einen Beschluss vom Bezirk Wattenscheid, dass ich auf gar keinen Fall in Wattenscheid Konzerte veranstalten darf, wo sie alle mitmachen, also NPD bis Grüne, alle sind gegen mich. Und die einzigen, die noch übrig blieben, die mich mochten, war die Linke. Also, mir ist eigentlich bei der Pogo-Partei, war mir eins immer suspekt, und zwar dieses hohe Maß an Rationalität. Ne? Ich stehe ja mehr so zu, wenn ich Feierabend habe, auf völlig irrationale Dinge. Und die habe ich dann doch eher bei anderen Parteien gefunden. Bei der Linken? Bei der CDU. Und, aber ach, hinterher sehen die das. Ich habe mal irgendwann in einem Interview gesagt, dass die bei der CDU mehr saufen als die Pogo-Partei. Und das halten die von der CDU mir heute noch vor. Hast du da noch einen Fraktionsvorsitzenden? Ja, wenn der Fraktionsvorsitzende doch mal grüßt sich. Ja, doch. Das ist hier eine Kleinstadt, da grüßen sich alle. Ne? Nee, auch Harry und Toto grüßen. Und, wenn ich sie mal sehe, ne, die beiden. Ich hätte jetzt beinahe Deppen gesagt, aber das wäre eine Beleidigung gewesen. Nee, sowas will ich ja nicht sagen. Diese beiden Fernsehdarsteller. Ist das eigentlich eine Beleidigung, wenn ich die Deppen nenne? Ich glaube ja. Also letztlich musste ich wegen Beleidigung eines Beamten 100 Euro an die Kuba-Hilfe spenden. Also seitdem bin ich vorsichtig. Ach, ich war irgendwie besoffen. Da hatten wir so Unplugged in der Straßenbahn gespielt und dann kamen so Bullen und wollten uns durchsuchen und den Bullen ist dann irgendwie so Kleingeld aus meinem Portemonnaie beim Durchsuchen hingefallen und es entstand ein kleiner Streit darüber, wer das Geld aufhebt. Ich war der Meinung, er hat es fallen gelassen, er muss es auch aufheben. Und gut, dann habe ich das einzig Vernünftige hinterher gemacht. Ich habe die Polizei angerufen und gesagt, ich bin um 1,22 Euro beklaut worden, der Täter ist noch vor Ort. Ich habe doch völlig korrekt gehandelt und trotzdem wurde mir das als Beleidigung ausgelegt, weil, wie ich hinterher lernte, beim versehentlichen Fallenlassen von Kleingeld eines durchsuchten Delinquenten die Aneignungsabsicht fehlt und es insofern kein Diebstahl war und deshalb die Behauptung, er hätte mich bestohlen, eine Beleidigung war. Ich tobe wie ein Fabian, die Wut bricht aus dem Altvulkan. Ich hasse alle meine Freunde. Meine Eltern lassen auf. Ich bin alt, dick und hässlich. Mache so gut wie gar nichts, kann auch nicht singen und trotzdem werden auch noch die Texte, die andere schreiben, vielfach, manchmal ich auch, aber vielfach auch andere werden alles mir zugerechnet. Viele Songs hat auch Nico geschrieben, eigentlich die wirklich coolen Sachen sind von Nico, muss man einfach sagen, wirklich viele Sachen. Er ist ja vielleicht der Benjamin der Gruppe, aber ohne ihn wären wir nicht das, was wir heute sind. Welche Sachen hast du geschrieben? Ja, eigentlich die ganzen Punk-Sachen. Ja. Welche? Also die Musik, also beim Texten ist es ja meistens so eine Gemeinschaftsproduktion. Da sitzen wir mit einem Reimlexikon vorm Computer und texten. Das ist ja immer sehr lustig. Also die Musik, ja. Sex mit dem Sozialarbeiter, großes Lied. Das Schlimmste ist, wenn das Bier alle ist und so weiter. Wie war das mit dem Jenseits-Zettel? Das habe ich geschrieben. Ja, das ist eine wunderschöne Vorstellung, mit dem Zeppelin durchs Jenseits zu reisen. Und arrangiert hat es ein Arrangeur und es hat die Big Band der Ruhr Universität Bochum eingespielt. Ja. Wir haben es auch zweimal live gemacht und das ist unheimlich schön, wenn man so als nichtskönnender Sänger eine 18-köpfige Big Band im Hintergrund hat und so anfängt, so komm mit auf die Reise und dann setzen so 18 Instrumente ein. Das ist schön, ne? Möchte ich eigentlich öfter haben, aber kann ich mir nicht leisten. Du hast es auch unnachahmlich intoniert. Aber es ist wirklich eine Originalband. Es gibt Leute, die sagen immer, das war Wölfi mit dem Kasi, was? Ja. Hat das eigentlich irgendjemand verstanden mit dem Jenseits-Zeppelin, dieses Lied?
Es geht um die morbide Jenseitserwartung. Aber das ist, glaube ich, nie jemand so richtig nachvollziehen. Deswegen bin ich so glücklich, dass du als Einziger mal darauf zu sprechen kommst. Das ist eine tiefe Sehnsucht in uns, zu wissen, dass wir nach dem Tod irgendwo hingehen. Und sei es nur mit einem Zeppelin. Aber für den Wattenscheider an sich sieht das Jenseits, denn wenn man denn im Himmel ist, so aus wie Kaufland ohne Bezahlen. Du spielst ja noch in einer Jazzband? Ja, ich habe manchmal Angst, dass ich da das ein bisschen durcheinander werfe, dass ich mich bei seriösen Jazz-Auftritten plötzlich unvermittelt ausziehen könnte. Aber das ist mir bisher noch nicht passiert. Welch ein Geschenk ist doch die Musik. Ja, also unsere neue Platte, ne, die kommt 2010 raus, zu unserem 25. Bandjubiläum. Und die hat, wie gesagt, den Schwerpunkt Physik. Es geht um viele Spielarten der Physik. Quantenmechanik ist auch dabei. Bei dem Elektron können wir nicht sagen, welcher Impuls und welcher Ort er hat. Also man kann es nicht gleichzeitig sagen. Wenn wir einen Tennisball werfen, wissen wir das immer, aber nicht bei dem Elektron. Ich glaube, ich habe das so ungefähr wiedergegeben. Vielleicht kommt noch was Technisches. Ne? Technik, die zweckbewusste Anwendung von Naturgesetzen im Dienste der Menschheit, aber viel Physik.